Was Beziehungen angeht, hat es Daniela Büchner nicht leicht. Zuletzt war sie mit Ernesto Monte liiert, doch die Beziehung endete in einer öffentlichen Schlammschlacht. Nun scheint es für Dani allerdings wieder bergauf zu gehen. Kürzlich verriet Dani gerade jemanden kennenzulernen. Inzwischen ist sie sogar schon fast wieder in festen Händen. Das verriet Dani auf Instagram in einer Fragerunde. Ein User wollte wissen, ob sie vergeben ist. Sagen wir mal so, wir sind auf einem sehr guten Weg dorthin, antwortet sie auf die Frage. Das hört sich auf jeden Fall danach an, als ob es etwas Ernsteres zwischen den beiden ist. Weiter verrät sie, dass ihr neuer Partner keine Person des öffentlichen Lebens ist. Die Fans sind natürlich neugierig und löchern Dani mit Fragen zu ihrem Freund. Vergebens. Ich kann eure Neugier verstehen, aber ich möchte die Kennenlernphase für mich genießen, erklärt sie auf Instagram. Dani Büchner schweigt über ihre Liebe, doch es scheint ziemlich ernst zwischen den beiden zu sein. Er ist die Person meines Lebens, schreibt sie in ihrer Story. Die Beziehung zwischen Daniela und Ernesto Monte, die sie zuvor führte, hat einige überrascht. Im Interview mit RTL erklärte sie einst, wie ihre Liebesbeziehung angefangen hatte. Bei einem Essen in Frankfurt kamen sich die beiden ziemlich nahe. Ich habe ihn zuerst geküsst. Wir haben was zusammen gegessen, wir haben Wein getrunken. Wenn sein Gesicht so nahe vor meinem Mund ist, ja, was sollte ich machen? Und dann ist es eben passiert, erzählte sie. Einige Monate später trennte sich das Paar, fand jedoch wieder zueinander. Doch auch beim zweiten Anlauf sollte diese Liebe einfach nicht halten. Auf Instagram machte Ernesto seinem Ärger Luft und verriet, wie es zur erneuten Trennung des Paares kam. Grund dafür soll seine Ex-Freundin Vanya Rasova gewesen sein, die falsche Nachrichten über ihn verbreitete. Danis Reaktion auf diese Nachrichten hätten dann zur Trennung geführt. In seiner Story erklärte er: Ich bin zutiefst enttäuscht, auch von Dani nach unserem Liebescomeback, wo ich wirklich sehr viel investiert habe. Ich will weder mit Vanya noch mit Dani zu tun haben. Ich habe mich heute jetzt gerade entschieden, mit diesen Frauen einfach nichts mehr zu tun zu haben. Diese Zeit liegt nun hinter Daniela Büchner. Mit seinem neuen Freund will der Goodbye-Deutschland-Star in die Zukunft blicken. Wie Dani verriet, wollen sie mit ihm und ihrer Familie sogar zusammen Weihnachten feiern.